Oh, jetzt hast du es verkackt. Oh nein! Oh Mann, wir wollten noch den Joke bringen, dass wir jetzt wieder nicht wussten, dass du, wir drauf sind. Du hast so getan, als würden wir das nicht tun. Ich habe gerade hier so auf meinen Controller geguckt. Ich wollte gerade irgendwie so. Hatten wir doch eben gerade abgesprochen, dass ich sage. Nein, ich hab die Werbung gefragt, geht von voll lang. Naja, deswegen. Ich dachte, du sprichst aber du hast ab angefangen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Na, wenn du mir sagst, ich soll anfangen, dann kannst du doch nicht anfangen. Hä? Ich dachte, du fängst einfach an zu moderieren. Mann, ey. Ich habe ja nichts gesagt, ich habe nur gewunken. Oh Mann. Ja. Ich wollte einen mega geilen Gag machen. Ja, dann musst du mir doch sagen, was du vorhast. Ich hab vorgeschlagen, dass wir das machen. Ja. Und du hast so, gemacht. Und dann dachte ich, ja, okay, dann sagst hat du, sich erledigt. Dann sagst du, Tim, fang an. Ich sage ja. Und es geht los. Hallo, ich bin Sophie. Ich hab nicht Hallo gesagt. Nee, du hast aber so gemacht. Hallo. Ja, gut, scheiß drauf, gibt's eben keine Gags mehr. So, dann ist das halt hier mega die ernste Sache. So, wir sitzen immer noch auf dem Klo und schreiben SMS. Schreißen SMS. So, check phone. Passt auf. Wir haben nämlich eine SMS bekommen hier. Und die ist so serious, dass wir die nämlich nur auf dem Klo öffnen können. Ja. Deswegen sitzen wir auf dem Klo. Naja, eigentlich nicht. Aber. Hä, doch? Weißt du nicht mehr, wenn du die versuchst, neben deinen Kumpels zu öffnen? Nein, das ist nicht die. Ach. Jetzt spoiler doch nicht schon wieder rum. Ja, stimmt doch. Guck mal hier, das ist aber ein bisschen verfassungsfeindlich, was da steht. Are you at SS again? Ja. So, are you out drinking again? I came by your apartment today, but you weren't there. I want to talk to you about something, but I'll do it tomorrow. Oh yeah, your place is filthy. I told you you have to empty the trash more often. I took it out this time, but start being more careful, okay? That's all, good night. Alles klar. Die Olle nervt wieder, ey, Mann. Sorry, I wasn't home. Nah. No. You know, I can drink if I want, so. Halten wir mal auf den Tisch hier. Ja, sorry, wir wollen es noch ein bisschen mäßigen. Ja, okay, das Don't Touch My Stuff ist auch wieder zu heftig. Ja. Jetzt hat er auf einmal hier zweimal weggedingst. I can't drink if I want. Sorry, I'm too tired. Ja, nicht? Willst du echt den harten so hart machen? Ja. Nein. Nein. Ja. No. No. See ya. Nein, das ist viel zu hart. Wieso? Jetzt lass zumindest eine nette Zeile drin. Ja, man, I'm sleepy? Du bist halt besoffen. Was? Bam, Alter. Na, natürlich. So. Die soll nicht nerven. Gar keinen Bock drauf. Oh, wir haben schon zwei Drinks. Wann hast denn du den zweiten weggekickt? Ich hab schon drei Drinks, habe ich schon gesoffen. Krass. Also dreimal getrunken halt. Ja, ey. Ohne Scheiß, wir sind Kampftrinker. Aber wir haben doch erst einmal nachbestellt, oder? Ja, aber man hat dreimal aus dem gleichen Glas getrunken. Ja. Ist eigentlich mein Drink jetzt hier schon mal da? Ja, dein Whisky ist da. Pam, weg damit, ey. Du musst auch mit denen am Tresen reden, ne? Ah, ja. Cheating, huh? It's not like I can just apologize for it and everything will be fine. You and Catherine have been together a long time, right? What was it like in the beginning? I just want to know for reference. Ja, ist echt ein bisschen special. It was at the reunion. He was giving her dating advice. Then he ended up falling for her himself, right? He ran to her side in the middle of the night when she was depressed, after all. Hey, stop that. Stand-up guy like that turns out to be a cheater. Seriously. Jetzt haben wir Catherine immer... Doch, ja, wir sind neben ihr im Bett aufgewacht, stimmt. Immerhin. Maybe if I'd talked to Paul more, this wouldn't have happened. Ja, Paul ist der Typ hier, der... Ah, der umgekommen ist. Genau, der umgekommen ist. Ah, jetzt haben wir schön was bekommen. Oh, guck mal hier. Kokettisch Cat. Oh. Hat's geschrieben. Hey Vincent, if you get this, let me know, okay? If you do, I'll send you a picture. You know you wanna see it. Oh yeah, we want to see it. No. Nein. Nah. Das ist Vincent. Beides dumm. Nein. Nein. Hallo. Ja. Oh yeah. Das war's schon? Ja. Oh Mann. Wir wollen natürlich geile Bilder haben, ist ja klar. Ach, das ist das, wofür wir aufs Klo gehen müssen. Well, she's a bit cold.
Alter, ey, Sophia, du bist so ein Oberspoiler-Girl. Was soll das denn? Ja, ich freue mich, dass ich mich an was erinnere. Hör jetzt auf, alles zu spoilern. Now. Ja, ich finde diese Schreibweise auch so geil. Was haben die da für eine geile Pilzpfanne auf dem Tisch? Alter, ey, ich glaube, wir sind schon ziemlich blau. Ich trinke auch noch mehr. Sehr gut. Gut, dass es keine Geldanzeige gibt. Das ist jetzt aber den Whisky aufgeballert, jetzt kriegen wir hier ein bisschen. It can often be seen on alcohol labels. Malt refers to malted barley, a key ingredient. Yet, if it is labeled as malt whiskey, it must also be scotch. Single malt means that the malts used come from the same distillery. Malt whiskey can vary wildly in taste, depending on how it's made. And that was the trivia for tonight. Sehr gut. Okay. Tea already? Na gut. Yo. You still want a drink? Nein, normal, nein. Ey. Natürlich. Aber es bringt dir halt nichts mehr. Du kannst saufen, aber das war's für heute. Ja, komm, ein Bierchen geht immer noch rein, oder nicht? Ja, okay. Sake, please. I'll take a beer. Beer. Die anderen trinken immer das gleiche. Was soll das denn? Here you go. Boah, ich spoilere hier auch nicht rum, Sophie. Ich weiß doch, wie das Game ausgeht und so. Ja, spoiler ich, wie das Game ausgeht. Ich hab nur gesagt, wir gehen aufs Klo. Chill. So. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Konversation. Listen, Archie. You've got to become a better man. I don't know how you're ranking it, but I'm not desperate to climb the social ladder. Men are only acknowledged by their upward mobility. Don't be a tumbleweed. Wie lange brauchen die, um ein paar Fotos zu machen? Ja, die muss ja erst. Ja, du musst mit jemandem reden, glaube ich. Den richtigen Winkel finden und so, weißt du? This is our. Are you on your way home from the office or not? You're not wearing a suit. Suit? Oh, I don't have that kind of job. That's a shame. Ja, das sind ja alles die Typis, die wir dann auch in der Albtraumwelt wieder finden, als Schafe. Ja, merkt euch mal Elvis hier rechts. Den erkennt man voll gut. Ja. You'll be the cock of the walk in a bantam. Oh, you're from Catherine's company. Hey, I think I've heard your voice before. Huh? Oops. Have we met? Yes, maybe. Think of it, but I don't remember anything. Todd's a hard guy to forget. His hair looks like a rooster, doesn't it? That's enough cock-a-doodle-ry out of you. Oh, Wow, you're sharp. Bei Sophia gehen die Bilder immer schneller. Aha. You got it. Geil. Es geht los. Ach so, das ist nur so eine Regelerklärung. It's nothing but stories about those deaths. And he said that there are several people who've died in the same fashion. Erica says that people believe it's a curse given when a woman is scorned by an unfaithful man. A grown man talking about curses. You just ignore Erica. Hä? A woman is more accurate than a man's identity. To pinch a phrase from a certain You don't think it applies to Erica? Then there's nothing to worry about. Erica's guesses are never on target. By the way, you look a bit glum. Hey boss, you ever cheated on someone? My. It's not like that. Gesicht war witzig. It was an unintentional event. Unintentional? Are you sure about that? Aber geil, dass mit Leuten aus Catherine's, I actually don't remember. Dass mit, Tell you the truth, I can't really remember. Wir haben doch versucht, ehrlich zu antworten. Wieso kriegen wir jetzt dafür eins auf den Ehrlichkeit, kann halt auch manchmal schlecht sein. To a man, it may be a one-night stand, but to a woman, it is the beginning of a lifetime. To borrow a line from a certain someone. Anyway, it is a strange rumor. Both of us should be careful. Ich finde es sehr grenzwertig, dass man seine Augen nicht sieht. Ich glaube, der ist ein. Oh yeah. Das ist auf jeden Fall ein Bild im Anhang. Aha. Thanks for writing back. Be sure to save my address, okay? I'm saving yours. Here's the reward promised. Don't show it to anyone else. Okay. Shit. I can't look at this in public. I need to check this out somewhere where no one can see. Alles klar. Da kommt jetzt dieser. Der Spoiler-Moment. Das, was du schon hier gespoilert hast. So, wir gehen jetzt hier. Aufs Klo, um das Bild zu checken.
hätte ja, glaube ich, vorher noch die Hosen runtergelassen, aber gut. Alter, du hättest dich auf dieses Klo gesetzt? Alter. Guck dir das an. Oh yeah. Das ist doch viel zu wenig. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, ich habe jetzt original eine Viertelstunde gewartet und dann kommt nur so ein Lippen-Fingernagel-Scheiß. Ja, was denn, ey? Das sieht doch, ist doch nice. Also wenn ich nicht gerade einen Fingernagel-Fetisch habe, weiß ich nicht, was mir das sagen soll. Ja, komm. Es soll noch ein bisschen Luft nach oben sein. Wieso antworten wir nicht? Ach ja. Stimmt. Nein. Na. Ja. Nein. No. Ja. Nein. Na. No. Ja, mach mal, but you can't just send me stuff like this. Dann machen wir es zumindest ein bisschen spannend, dass wir vielleicht ein bisschen Richtung Blau kommen. Nein, Mann, wir machen jetzt hier den Style. Die sollen uns mehr geile Sachen schicken. Ja, aber das ermuntert sie doch nicht, noch geilere Sachen zu schicken. Dafür musst du die erste Message doch auf. Also machen wir hier That's It, oder was? Ja. I'm tired, boy, ist geil. Wir dissen beide Ladies heute, Mann. Heute kriegen es beide ab. No. Was können wir noch spielen? Das sind die Stuff. Wow, nice. Okay, was ist hier? Ah. Naja, also ich weiß nicht. Was? Machen wir That's It, oder was? Na. Das ist doch zu sweet. No. Na. That's it? See ya! Ja. Okay, komm. Machen wir den, ja. Okay. Ich geb's auf, ich versuch das Ganze irgendwie in eine Richtung zu steuern, aber ich sehe schon, das wird nichts. Ja, die hätte schon mal ein bisschen, also, ich meine, da sieht man ja, wenn man mit ihr spricht, sieht man ja da mehr. Ja. Naja, ich könnte schon mal ein bisschen was zeigen. So. Hey, are you going home? Yeah, I'm feeling a bit tired today. Well, that sucks. Go home and get wir haben nur noch 10 Minuten, Tim. Anyway, du musst dich jetzt beeilen mit dem nächsten Level. Ey, das geht aber auch immer schnell vorbei. Ja, heftig. Yeah, I'll be fine. You don't have to tell me. Alright, see ya. Tschüss. So. Alles klar, das hätten wir. So, dann wollen wir jetzt mal wieder hier ein bisschen Sleepy Sleep machen. Noch mit zu Hause schon mal weitergesoffen, hast du gesehen? It's richtig geil, der Typ. Oh, Carsten ist ja offline. Scheiße. Mit Carsten los. I don't just sleep around. I came here because I like you. Ja, schön einschlafen. Meinst du, wenn du viele Haare auf dem Kopf hättest und weniger Bart, würdest du so aussehen wie Vincent? Jeder würde, glaube ich, mit mehr Bart und weniger Haaren auf dem Kopf aussehen wie Vincent. Andersrum. Nee, andersrum. Mehr, weniger Bart und mehr Haare auf dem Kopf. Ja. So rum. So, jetzt geht's wieder ab. Tonight's area is the Toya Schäfchen. Where traitors are put to rest. So. Komm, Tim, geh durch die Tür. Ja, mach ich. Tu es. Alles klar, ich bin bereit. Okay, geil. Torture Chamber. The main course of the deadly climb begins here. Trap blocks activate when you step on. Ich glaube, wir kennen das ja. Ah ja, jetzt kommen hier die jetzt kommen die die Blöcke, die so Fallen auslösen. Also wenn man da drauf tritt, dann kommen da so Stacheln hoch. Da kann man sozusagen dann kann man aber manchmal überspringen. Genau, die lösen auch nur einmal aus. Das ist ganz geil. Manchmal ist es aber irgendwie ein bisschen schwierig. Voll gut, Tim. Hammer. Also, nee, geht's ja nicht. Ja, manchmal irgendwie, wenn man wirklich nicht genau ganz schnell wieder runter geht. Du kannst rumklettern. Du hättest in die Ecke klettern können. Mach mal rückgängig.
Ja, ich mache den Style hier. Ich mache es richtig umständlich. Du machst es ungefähr. Umständlicher geht's gar nicht. Das war's. So. Oh, shit. Ach ja. Ja. Na komm, geh rum. Wieso kann ich da nicht rumgehen? Ach so. Weil da nichts ist, woran du dich halten kannst. Du könntest rechts rum jetzt versuchen, an denen. Nein. Ja. Na gut, dann gehe ich halt hier lang. Ups. Hä? Was war das? Ja, sorry, ich hab aus Versehen. Ach so, das ist wieder diese Steuerung. So, was machen wir jetzt hier? Gehen wir hier hoch. Oh, ein Kaputtblock. Geh mal zu den Kaputtblöcken, die müssen was Besonderes sein, wenn man da nur einmal... Nee, ja. Links, links. Oh, das ist viel leichter als der Weg, den wir letztes Mal hatten. Letztes Mal sind wir von unten hoch und dann ist dieses Schaf einem immer in den Weg gekommen. So, wie machen wir es denn hier? Ich hätte da drunter einfach den rausgezogen, oder ist da nichts zum Rauszuholen? Zack. Hey Tim, das war ja... Alter. Heftiger Boy. No mayo. So, jetzt bist du eigentlich wieder dran, richtig? Ich glaub, vielleicht schaffen wir ja noch eins. Der letzte Puzzle. 7 Minuten? Ach komm. Wie bist du jetzt über die Zacken gesprungen? Einfach immer weiter gedrückt? Ja. Okay. Dafür kriegen wir nur Silber. Oh, fies. Naja gut, wir haben ein bisschen von dem Geld immer nicht eingesammelt. Das kann natürlich gut sein. Mache ich jetzt wieder gut. Oh, wir dürfen uns jetzt wieder coolen Fragen stellen. Moment, wir suchen erstmal Elvis. Wir zeigen mal den Leuten, wo Elvis ist. Da ist Elvis. Da hat sogar sein Jäckchen an. Und da ist dein kleiner Freund, sein Chiller-Freund. Ja, da ist der mit den. Das ist nicht dein Chiller-Freund, das ist der mit den. Der Guy with Glasses. Ah, das ist der Reporter. Genau, das ist der Reporter und der andere Typ mit langen Haaren ist irgendwo anders, glaube ich. Ist der überhaupt hier? Oh, Fatty McFadden. Ja, komm, mal weiter hier, wir haben noch keine Zeit. Ja, ist okay. Bist du wieder im Stressmodus? Ja, wir haben ja nur noch ein paar Minuten. And the monster from yesterday? This is your dream. Oh nein, dann schaffen wir es, wenn wir es jetzt nicht beeilen. Ich bin so ein Technarsch-Monster. Schon wieder Spoiler. Den habe ich schon 5 Mal erwähnt. Warte. Was? Ja, Pornodarsteller. Ob ich die beneide? Ja. Sagst du, findest du... Ich sag, es ist it's just a job. Ja? Na gut, okay. Wir wissen ja nicht, was mit dem Blowjob. okay. Ja, oder wolltest du... Nein, it's just a job. Nein. Tim, wolltest du eigentlich auf Lucky gehen? Nein. Ich glaube, das macht auch nicht wirklich Spaß. Okay. Which one? Oh, guck mal, wie jetzt viel... Alter. Wieder... Oh, nee, jetzt sind wir wieder... Jetzt sind wir wieder gut geworden. Das ist ja lame. Wir haben so lange dran gearbeitet, in die rote Linie reinzukommen. Und durch eine Entscheidung sind wir wieder in der Mitte. Das ist ja kacke. Ich überspringe jetzt mal kurz alles, damit wir noch bis zum Rätsel kommen. Wissen wir ja schon, dass wenn wir durchkommen, dass wir dann überleben können. Was kommt denn nach uns? Da kommt eh nur WWE oder so. Ne? Ja, siehst du, da kommt eh nur WWE. Nein, WWE ist natürlich super geil. Nicht geiler als Catherine. Aber guck mal, das... Nichts ist geiler als Catherine. Dachten auch 75 andere Prozente. Die kleinen Prozente. Die kleinen Prozentis. Ich meine, es ist eigentlich beides. Naja. Ich meine, it's just a job. Und Lucky ist eigentlich beides so positiv. Stimmt schon. Na ja. Ja, doch, du hast recht. Sind wir jetzt wieder man hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie auszuwählen, dass es in irgendeiner Hinsicht fragwürdig ist. Ah, ich hätte einfach weiter hochgehen können. Schäfchen. Schäfchen. Schäfchen, du störst.
Ach komm. Der ist doch perfekt. Ah, der wird gleich da oben zerfleischt. Das Schäfchen hat uns den Weg frei gemacht. Oh. Ha. Ups. Na? Edge. Edgy Badge. So. Müssen wir jetzt rüberschieben. Welchen? Die beiden, ne? Mhm. Wir müssen jetzt die Bridge bauen. Stimmt. Hihi. Hättest du einfach drüber gehen können. Ja, aber ich hab's vergessen. So, jetzt müssen wir hier... Die müssen wir auch wieder ja. Oder wie war das? Nee, Warte mal, ich glaube, du musst erst den oben schieben. Erst den oben, genau. Und dann die beiden jetzt unteren. Jetzt die beiden unteren. Na? Und nochmal den oberen. Noch, nee, das reicht ja jetzt schon. Ja. Nee. Ist den wegschieben, oder? Ist da drunter ein Block unter dem linken? Unter was? Ja, okay, nee, dann musst du den nochmal einen weiterschieben. Wir müssen beide zweimal. Komm. So. Und jetzt den zweimal genommen. Ja. Yay! Ja, das heißt, wir sehen den Boss noch! Ja, dann müssen wir jetzt aber jetzt ganz schnell beeilen. Ja, hier. Da müssen wir jetzt aber fix sein. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Zwei wahrscheinlich, ja. Zwei Minuten? Okay. Na komm. Können wir jetzt mal einen kleinen Sneak Peek geben? Das ist aber geil, dann hören wir genauso auf wie beim letzten Mal. Ja, super. Hast du dann auch wieder... Aber wieso ist jetzt schon los? Null? Wir haben aber ein... Ja, aber... Aber... Was? Hey. Ja! Geil! Wir dürfen eine halbe Stunde länger spielen. Ach so, stimmt. Das weiß ja noch keiner außer uns. Eine halbe Stunde länger. Wie nice ist das denn? Mega gut. Wie kommt das eigentlich? Weiß ich nicht. Der Gott der Übertragung war uns wohl gnädig. Oder es wurde gepöbelt. Habt ihr so gut gepöbelt, dass wir länger spielen dürfen? Das wäre geil. Oh. Habe ich tatsächlich meinen Kreditkartenpin eingegeben? Ja? Nice. Okay, pass auf, hier, Question hier. If you were to cheat on someone, who is more likely to be at fault? Warte. Who would be responsible if you cheated? It'd be my fault, the person I cheated with. Eindeutig. Nein. Ja, natürlich. Natürlich ist man selber schuld. Ich glaube... Muss man sich schon sehr viel einreden. Naja, um das ist jetzt schon sehr. Das andere wäre schon sehr dumm. Ich wollte zwar eigentlich. Ich hab dich betrogen, aber du bist schuld, weil du scheiße bist und den Müll gestern nicht rausgebracht hast. Es ging ja darum, dass der schuld ist, mit dem man jemanden betrügt. The one you were cheating. Ach so, with, der. Ja, gut. Ja, wenn ich jetzt Lia mit dir betrügen würde, dann würde ich sagen, ja, Sophia ist schuld. Ist ja klar. Ich bin schuld. Du bist also schuld. Ich würde sagen, ich habe 25% Schuld aufgrund von Mitwissen. Ich finde, das ist auch immer ein Schuldigkeitsding. Aber letzten Endes ist es ja die Person, die in der Beziehung ist, die entscheidet. Das heißt, du hast 75% Schuld und ich 25. Oder 20 und 5. Also Pauli D. hat immer gesagt, bei der Jersey Shore, dass immer, dass ja die Sache ist von demjenigen, der eine Freundin hat, ob der halt cheatet oder nicht. Ja, deswegen. Also du eigentlich. Ja, in dem Fall dann ich. Ja, aber ich meine, gut, 25, mit dieser 25-75 Sache ist wahrscheinlich schon relativ gut. Das ist ein gutes Verhältnis. Da würde ich auch mitgehen. Ja? Da ist es, das Arschtittenmonster. Ja! Arschtittenmonster! Ich weiß doch nicht, wo du da Titten siehst, aber. Naja, weil, guck mal, diese Augen sind wie so. Na egal. Das ist auf jeden Fall das Arschtittenmonster. Sophia hat keine Freundin? Tja, wieso hast du keine Freundin? Ja, stimmt eigentlich. Nachdem ich Orange is the New Black so lange geschaut habe, ist das echt eine gute Frage. Das ist auch echt ein ganz geiler Kart. Wie so ein kleines Wiesel, guck, wie du da rumrennst. Edge.
Mann, wir sind diesmal viel zu schnell. Ich erinnere mich, als wir letzte Woche das mal angespielt hatten, um mal zu schauen, wie das so ist, haben wir bis zu dieser Stelle allein irgendwie 10 Anläufe gebraucht, glaube ich. Naja, man, das ist halt irgendwie dann ein bisschen Übungssache. Ja, man lernt es. Scheiß auf das Geld, oder was? Oh, fast geschafft. Die Glocke läutet schon. Und du bist kein einziges Mal in die Herzchen reingekommen, ne? Wie machen wir das denn hier jetzt? Ah! Ah, nein! Was machst du da? Ich weiß es nicht, was machen wir denn hier jetzt? Wie ging es denn hier nochmal? Ja, das ist auf jeden Fall die gute Entscheidung. Ich habe vergessen, wie das nochmal war. Ich habe zumindest gerade keinen... Mussten wir das nicht rausziehen, dann drumherum und dann nochmal weiter? Kann sein, irgendwie sowas. Muss es ja wahrscheinlich. Ne? So. Ja. So, hier war es so. Genau. Nein, ja. Genau. Ah! Oh! Alter. Mach mal die zwei rüber. Warte. Ich muss hier so einmal hoch. Du hättest runtergehen müssen. Ja, und jetzt? Not helping. Oh. Was, wieso hast du das getan? Ach so, das ist dein Plan. Oh shit. Ja, das ist jetzt gerade. Doch, das schaffst du noch. Das hättest du, wenn du beide nach links gezogen hättest. Nach links, die weg. Also den hier weg. Oh shit. Ja, schade. Ah, ich hätte den. Ah, okay, ich hätte den rüberschieben müssen. Ja, obwohl ich hätte dann. Doch, dann hättest du den weggeschubst und hättest den anderen rangezogen. Ah, nee, dann wärst du nicht hochgekommen, ne? Ja. Ich glaube, ich wäre einfach links rumgegangen, hätte nicht aus der Mitte den Stein weggenommen. Aber da ist doch nichts zum Stehen. Ja, dann baust du dir halt was zum Stehen. Also zum einen kannst du mal einen Block createn. Zum anderen hast du was drüber schieben. Und jetzt geh mal einfach links rum. Also, kannst du dir da nicht irgendwas bauen? Nee. Doch, guck mal, du kannst doch den unteren raus... Links, nein, zurück, rückgängig. Rückgängig, rechts, also runter, rausschieben. Also den aus der Wand rausschieben. Nein, aus der Wand. Und dann über die Kante kannst du wieder hoch, genau, und dann kannst du dir die Treppe bauen. Scheiße, du, oben ist jetzt unten und unten ist oben. Ja. Oh, fuck. Oh, ach so, Scheiße. Wenn man so ein Ding abkriegt, so ein Herz, dann ist die Steuerung umgekehrt. Ja, genau. Das ist ein bisschen heftig. Aber ich finde, das hat doch was. Weiß ich glaube überhaupt nicht, was du gemeint hast. Aber du hast es trotzdem gemacht. Ziemlich souverän sogar. Ja, ich hab das rausziehen. Falls er schaffst du dir halt gleich mal einen Block. Alles gut. So, und jetzt direkt unter dir. Jetzt siehst du den raus. Hä, wie? Ach so. Aber das wird jetzt nichts. Oh, okay, vielleicht wird es doch was. Ja, nicer Move. Oh, hat mich nicht getroffen? Okay. Ich dachte eigentlich, ich habe schon nach rechts gedrückt extra, weil ich dachte, okay, jetzt ist die Steuerung umgekehrt, aber es hat mich irgendwie nicht getroffen. Warum auch immer. Ja. I can't get enough. Es wurde schon erklärt, ne, dass wir hier sind, weil jemand in der realen Welt wollte, dass wir hierhin gelangen. Was? Ja.
great escape, you survived. Vielleicht lief's diesmal so viel besser, weil wir diesmal besoffen waren, also im Spiel, und du deshalb schneller warst. Ja, das kann sein. Ach so, im Spiel meinst du? Ja, letztes Mal hat die uns doch voll oft eingeholt, die Olle, oder? Ich dachte, jetzt, weil wir besoffen sind. Immer. Es ist ja auch Nachmittag schon. Guck mal den Namen der Trophäe an. Geil. Kann das jemand übersetzen? Ja, bitte. Bestimmt jemand zu der Japanisch kann. Oh, jetzt geht's ab. Catherine? Catherine? Huch, da ist sie schon wieder. Oh, oh. What is she doing here? I thought I came home alone. Oh, shit. Sorry. Did I say something? Catherine. I did? well, It's okay. But it's a bit embarrassing. It is? You haven't called me by my name before. Have you? Your name? Catherine? Eigentlich gerade noch mal gut gegangen. Ja, voll Glück. So muss man es machen, sich immer so einen Zweitpartner suchen, der denselben Namen wie der erste. Ja, echt. Sorry for coming by out of the blue. Wait. Dann wird das nichts mit uns tun. Dann musst du hier Lia aus der Redaktion nehmen. I'm more surprised. Die heißt ja Lya. I thought that you'd want to see me, Vincent. Guck jetzt schon wieder! Schon einiges. Jetzt, die Stelle meine ich. Die Stelle ist richtig. Ah, wieso hat der auch so einen scheiß großen Fernseher? Ja? Monitor. Oh ja. Last night was amazing. It was the first time I've ever done something like that. Dumm nur, dass er nicht mehr weiß, was er mit ihr gemacht hat. Das ist echt schade. Wait, what did I do? You're gonna make me sick? Leute fragen, wo WWE bleibt. Tja, WWE verzögert sich um ein halbes Stündchen, also 20 Minuten müsst ihr noch warten. Dann geht's weiter. Okay, aber bis dahin gibt es hier schöne Japaner-Mädels. Viel besser als WWE. Wrestler sehen nicht so nice aus. Because I like you. What about you, Vincent? What do you think about me? Voll böse. Ich sag dir, die ist voll böse. I think you're really cute. Thanks. What else? What else? Oh, echt? What else? Am I just cute? How do I put this? I'm kind of jealous of you. You seem to live however you want. What do you mean? That's normal, isn't it? Vincent, you can live however you want, too. Also Schwerkraftstechnik. Ich weiß nicht, ob das gerade so funktioniert hat. Ich glaube auch nicht. Eigentlich hätte er ja. Cheating? Das erinnert mich an Game of Thrones. Listen, Catherine. There's something I gotta tell you. Oh. Fuck. Wie so eine Katzenfußkralle. Ja. Oh ja, jetzt geht's wieder schön trinki trinki. Wie ist denn die Stimmung? Die Stimmung im Chat ist einfach nur pervers. Am Kochen. Geil. So. Come on. Oh. Oh. Oh, da ist die andere Catherine, die ja eigentlich auch ganz hot ist. Think you look good, ja, mit dieser Rollkragenpullover. Yes. Ist schon so. Quit joking around and listen. This is really important. Sorry. This month, I'm running really late. Huh? Was? Hat sie das gerade gesagt? I think I'm pregnant. Was? Ja. Oh, sie ist pregnant. Dieses Gesicht. Ist einfach nur nice. Sorry. So, what are you thinking? Tja.
Es ist halt auch eine schwere Frage. Ich meine, wenn man unerwartet vor sowas gestellt wird, wieso erwarten dann alle auf einmal von 0 auf 100 so eine Begeisterung? Man macht sich halt auch ein bisschen Gedanken, stelle ich mir so vor. Ich meine, klar freut man sich dann danach. Aber ich kann es schon nachvollziehen, dass manche da... Du würdest dich also nicht freuen, wenn deine Freundin dir sagen würde, dass sie schwanger ist? Naja, für meine Freundin würde ich mich auf jeden Fall freuen. So hard to tell what you're thinking sometimes. Ich weiß nicht. Doch, klar, wenn ich der Daddy wäre, wäre ich bestimmt froh. Wenn das eine hübsche Freundin ist. Aber nur, wenn es eine hübsche Freundin ist. Okay, zum Glück bist du nicht oberflächlich. Ja. Go ahead, answer it. Okay. Hello? Oh, hello. It's me. Hello. Huch, unangenehm. Hallo, Chef. What are you doing? Hey, I'm in the area. Do you think we can meet up? Yeah, that's going to be a little difficult. Aw, you mean you can't? Where are you right now? Ist das eigentlich süß, wenn Mädchen so eine hohe Quietschstimme haben? Geschmackssache, ne? Was sagst du? Ich glaube, ich bin nicht so der hohe Quietschstimmenboy. Bist du nicht der hohe Quietschstimmenboy? Nein, auf keinen Fall. Das ist einfach nur nervig. Just a call from work. Said something about a bug, but it got cut off. You know, the reception isn't very good in the office, but it didn't sound urgent, so... Not that. Your phone. Did you get another one? Huh? Oh, well, that's nice T-shirt. Yeah, the new model came out last week, so... It hasn't been that long since you got your old one. You could have still used it. Didn't you buy a new computer a little while ago, too? You always throw your money away. I... You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? Right. Komm, die ist schon auch nicht übel. Well, nein, die ist ja auch nicht schlecht. Ich sag ja auch nicht, dass das Problem ist, dass sie halt so ein bisschen Haare. Eher. Er steht ja auch auf sie. You might, huh? Oh, but I plan to go back to work after having the baby. We'll just er kommt halt nur nicht drauf klar, diese feste Bindung einzugehen. You can't throw your clothes everywhere anymore. Oh. Okay. Ja, ich meine, die macht halt auch immer Stress, ne? Ja, aber kommt drauf an, wenn der echt so mega chaotisch ist. Aber jetzt kommt's, pass auf. Famous words from someone. So you need to make sure you're saving up. And all your late night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Okay. Oh, Alter. Okay, sie geht richtig ab. My stomach hurts really bad. Wie sie den Kuchen erdolcht hat. Weird today. Pam. No, I'm fine. I'm fine really. Oh, das ist echt so eine mega unangenehme Situation. Is this the smoking section? Huh? Well, yeah. Ui, ist das die Werbung? Finale Werbung oder eine Zwischenwerbung? Warte kurz, wir müssen einmal kurz hier die Cutscene noch abwarten. Aber letzte Werbung kann zweideutig sein. Es kann sein, dass das unsere letzte Werbung ist, also dass wir danach aufhören oder wir hören nicht danach auf. Ja, wir haben nur noch eine halbe Stunde, also wir haben nur noch 15 Minuten. Okay, also Werbung und dann geht's weiter. So, wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung. Wenn wir hier gleich, nachdem wir hier diese Cutscene gesehen haben, wir wollen ja nichts verpassen. So, then, what'd you tell her? Who's the father? I told her I was happy to hear about it. It doesn't look like you're happy at all. This is all getting too much for me, you know? So you're finally tying the knot. Congrats, Papa. Get ready to kiss your wife's ass for the rest of your natural life. No going out late, no liquor, no smoking, no gambling. No relaxing on weekends because you've got to take care of the kids. Really?
Dang, that sounds really tiring. Hey, you guys. Quit filling his head with doom and gloom. Erica! Raising a nice, happy family is supposed to be a good thing, right? Sie stellt sich auch immer genau perfekt an diesen Tisch. A happy family. Never had one of those before. Schön neben Tobi. Tobi und sie, ne? Das wäre ein Pärchen. Das wird noch. Ich hoffe, das wird noch. That's irrelevant. It's just because of the way you two grew up. So, Vincent, what's this weird dream you said you had? We'll listen to you tonight. Weird dream? Why are you asking now? I really can't remember it anyway. You don't? I was being chased by something. I don't know. It jetzt gerade finde ich den Part, das ist jetzt wieder zu wenig Interaktion. Sounds common, gewesen. Yeah. Hey, excuse me. Yeah, and you feel like you didn't get any sleep at all that night, right? Excuse me. Oh, what are you doing here? Did you people know the reason you're taught as a child to count sheep so you'll fall asleep is... Yeah, sheep rhymes with sleep or something. Ah, sorry. Echt? Hey, boss, another rum and cola, please? Hey, don't be so rough on the guy. Kein Plan. One day we'll all be old farts like him. Not all of us. Anyway, you're having these weird dreams because you're cheating. Yeah, I get that. Besides, okay. After the Mittelalter, weißt du? Ja. Don't need to remind me of that. Here you go. Enjoy. Guck mal, versteht uns. Set it down and walk away. It's about what happens now. Das ist aber auch eine krasse Aussage. You still can. Please. Okay. Ich würde sagen, juhu, damit geben wir mal kurz ab in die Werbung und sehen uns gleich wieder zum großen Finale. Ja.